Hallo zusammen, wer hat Lust auf eine kurze, schnelle und natürlich schmerzhafte Runde Rocket? Bei diesem Format, da werden sich immer schön die Köpfe eingeschlagen. Also Gefangene werden nicht gemacht und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wie sieht es bei mir aus? Ich will diese Woche das Monatsticket ziehen. Es ist mein fünfter Versuch und ich habe bisher noch kein Spiel verloren. Ich habe noch keine Serie unter 400, also eigentlich ganz, ja, diszipliniert und erfolgreich. Allerdings habe ich leider auch erst eine Serie über 500. Also es ist bisher zu viel so im Mittelmaß. So, und deswegen muss ich also weiter trommeln, ja, bis der Arzt kommt. So, hier haben wir jetzt 4 Trumpf dagegen. Trumpf Ass ist natürlich noch hoch. Herz König. Ich hoffe, es ist eine Anzeige des Karo Asses. Deswegen hier direkt die Karo 10. Aber nein, ist es nik. So. Pik 10, das heißt, Pik Ass auch noch beim Alleinspieler. Sieht also nicht gut für uns aus. Der hat 5 Trumpf mit den beiden Alten. Und wie es ausschaut, alle Asse in der Seite. Ich schenke hier schon mal Pik Dame 9, ist ja wohl das übliche, und Herz Ass. Alles andere wäre jetzt eine Überraschung. So sieht es auch aus. Ja, fast eine Überraschung, dass er das Ding hier beim Rocket nicht als Grang macht in Vorhand. Kreuz 10 in Keller, 2 Alte, 3 Asse hätte man auch so machen können. Aber gut. Wissen wir schon mal Bescheid. Ein kreuzbraver, solider Spieler, den wir mit am Tisch haben. Und das kann ja schon mal eine wichtige Information sein. Zweites Spiel. Ich habe hier natürlich ein schönes Blatt und die größte Gefahr ist, dass ich nicht rankomme. 36, dann ist Feierabend, aber zum Glück gerade so vorher passt Spieler 3 bei 30. Ja, und jetzt haben wir einen schönen Karo Hand. 7 Trümpfe, beide Trumpfvollen, Seiten Ass. Ja, und Vorhand hat offenbar den Herz gereizt, ganz lang die Herzflotte. Das Dusseligste, was jetzt hier natürlich passieren kann, ist, dass ich mich tot finde, weil ein dunkler Bube im Skat liegt und ich dann Schneider spielen muss, was natürlich nicht, sehr wahrscheinlich nicht gelingt. So, hier die Überlegung, man könnte jetzt auch noch mal stechen, nach dem Motto, falls der Bube liegt, dass die Gegner noch keinen Hinweis haben und vielleicht am Ende falsch abwerfen, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Ich habe theoretisch kann man dann das Spiel sogar auch noch verlieren, wenn in Pik noch mal 2 volle fallen. Deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt machen wir hier lieber auf Sicherheit und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, wie Spieler 2 vorhin auch zuckt und wartet mit der Trumpflusche, der wird den Pik Buben noch haben. Bin ich an sich von überzeugt und das ist es auch. So ist es auch, also weiterhin bleibt meine Weste in dieser Woche beim Rocket blütenweiß, noch kein verlorenes Spiel. Und da könnte man fast glauben, sag mal, spielst du vielleicht zu defensiv? Nein, aber nein, ich gehe in die wildesten Dinger hier rein und bisher war mir hier das Glück in diesen, ja, in diesen Rocket-Serien einfach hold. Zumindest in der Weise, dass ich noch kein Spiel verloren habe. Andererseits fehlte mir immer hinten raus, wie ich schon sagte, immer hinten raus, wobei 500 nicht ganz liegen, so das letzte Spiel. Dann nochmal ein großer Grang und eine 600, das sind die Serien, die du hier brauchst. Im Prinzip, ich habe es von euch selbst schon mal gehört, ja, alles unter 500 kannst du vergessen. Gut, okay, mal so eine 490 oder eine 480, die darf dann auch noch mal in die Wertung mit rein, aber dann muss natürlich vorne auch eine 6 oder 700 stehen oder 2. Also gucken wir. Ich starte jetzt hier gegen den Herz mit einer Kreuz-Lusche. Ist ja an sich eher ein bisschen ungewöhnlich, eher wird so ein Bild spielen, um die Zehner von deinem Partner zu schützen, nach Konvention, um das auch sauber anzuzeigen, aber er passt auf 24 und das Einzige, was ich ihm da an Farbreizung zutrauen kann, ist ein Kreuz. Und ja, das war einfach die Überlegung. Wenn er jetzt 0 gereizt hat, dann vermute ich sowieso nicht, dass wir viel Chancen haben. Und letztlich ist das in Karo und Pik natürlich auch ein bisschen Gerate. So, ich schone jetzt hier sogar noch mal den Herzkönig. Ob das eine gute Idee ist, werden wir sehen. Ah, Kreuz 10, mein Partner haut die Kreuz 10 auf den Tisch. Das war vielleicht ein bisschen viel. Okay, er hat vielleicht gedacht, dass das ein blankes Ausspiel ist. Spieler sticht, zieht 2 Asse hin und schmeißt weg. 79. Herz ohne 5. Ja, dann hat er aber 20 Augen im Keller, würde ich sagen. Ja, dann war es für ihn natürlich glücklich. Also, wenn mein Partner da, wo er jetzt von mir nur die Trumpflusche sieht, jetzt mal auf die Idee kommt, seine mittleren Buben nacheinander zu spielen, ne? Dann hätten wir ihn an den Eiern gekriegt. Den
Zweiten Buben kann ich dann schon übernehmen, letzten Trumpf ziehen, Kreuz Lusche wieder rüber und dann macht der Mann eben nur, ja, wahrscheinlich nur 59, ne? Der kriegt die letzten beiden Stiche noch, die beiden Asse, aber eben nicht diesen 20er Stich, Kreuz 10 und Herz 10. Aber gut, das ist natürlich immer im Nachgang leicht gesagt, da musst du den Riecher haben, dass das dann so ein trumpfschwaches Ding mal ohne 5 ist, dann kannst du das machen. So. Ich will mich nicht beklagen, hier ist ein schöner Grang reingelaufen mit Schneideroption, sofern denn Pik und Herz jeweils 2-2 stehen oder die Gegner irgendwie was Dusseliges machen. Gucken wir also mal. Ja, komm, brav bitte. Nee, das ist alles andere als brav, Pik steht 4-0, fallen gleich 13 Augen, also mit Kreuz 10 Schmierung. Gut, okay, Karo Ass bringt mich natürlich insofern jetzt in ruhiges Fahrwasser, Schneider wird wohl nichts, aber gewinnen werde ich wohl, das sieht alles ganz gut aus. So, guck mal, bietet er noch Karo 10 an, klar, Herz steht dann jetzt auch artig und dann hat Spieler 3 jetzt eben nur noch Pik, kann ich dann auch nicht verhindern, dass er die 10 kriegt, beziehungsweise dann hätte ich eben auf Karo 10 abwerfen müssen. Das war aber gehüpft wie gesprungen, also mit 75 das Ding gewonnen und jetzt erstmal wieder eine kleine schöpferische Pause. Und das sieht aus, ja, endlich mal wieder ein Granghand. Zeigt uns das Gute im Skat, es gibt sie, die Granghands. Lieber als bei einem anderen sehen sie, wir sie ja nur noch in unserer eigenen Hand. Aber da muss man natürlich gönnen können. Ne? Und das sieht mir doch irgendwie wie so eine Wimmelfinte aus, so ganz klassisch. Nee, 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 nee. Da wimmeln wir nicht. Nehmen wir lieber unsere eigenen 21 und gucken mal, ob hier vielleicht doch irgendwie was geht. Ja, in Pik jedenfalls nicht. Gut, 28. Dann geht es nur noch um Schneider frei. Das können wir hier mal mit Pik König ausprobieren. Gut, wenn er noch nicht abklappt, dann hat er wohl noch ein Karo darunter, vielleicht den König, und wollte natürlich nicht auf Schneider frei abwerfen, hofft, dass die Karo 10 drin liegt. Das ist ja plausibel beim Granghand, liegt aber nicht drin. Ich mache den Stich und wir krabbeln aus dem Schneider. So, und da habe ich aber wieder den berühmt-berüchtigten Bildersalat querbeet. Und diesen Bildersalat, ja, diese Diät, die habe ich jetzt inzwischen schon ein bisschen über. Schnell wegspielen das Ding, dann kommen auch wieder andere Karten. Sieht ja von meiner Beikarte auch gar nicht gut aus, ne? Huch, was denn da los? Wieso nimmt mein Partner mir den Stich weg? Ist das ein 8-Trümpfer? Nee, das war ja jetzt irgendwie sinnlos, oder? Was macht er denn da? Okay, es kam überhaupt nicht drauf an, es waren 7 Trümpfe mit Ass 10 Lusche an der Seite, aber trotzdem, warum übernimmt mein Partner den Stich, der schon meiner war? Ja, einfach ein dusseliger Zug, sage ich jetzt mal, ne? Gibt, glaube ich, keine Konstellation, in der das viel hilft. Er wollte vielleicht sein Karo Ass spielen, aber das wäre ja nicht weggelaufen. Ich hätte sonst einfach wieder Kreuz gespielt, wäre auch nichts kaputt gegangen. So, für 18. Und ja, einmal ist es mal wieder soweit, wie damals. Pik, Bube und Karo Lusche zu einem schönen Grang, der ebenfalls jetzt wieder ganz gute Schneider-Optionen parat hält. So, 10 Augen auf Kreuz. Gut, Schneider hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie Karo sitzt. Ich könnte jetzt hier auch abwerfen, aber falls Karo zu dritt ist, habe ich dann garantiert keine Schneiderchance mehr und außerdem potenziell könnte mir dann sogar das Pik Ass abgeknackt werden und ich gegen Karo zu dritt noch verlieren. Also so weit lassen wir es natürlich nicht kommen. Der Schneiderplan ist jetzt immer noch kaum gefährdet. Karo König fliegt, dann gibt es nur den einen Pikstich und damit sacken wir uns mal wieder 120 Punkte ein. Das sind die Spiele, die du hier brauchst. Damit übernehme ich erstmal wieder die Führung. 354, 3-0, sieht also bisher ganz geschmeidig aus. Noch so ein dickes Paket und dann kann das richtig gut was werden. Hier versuche ich jetzt natürlich gerade mal den 0 zu spielen, habe dann aufgrund der Aussichtslosigkeit des Unterfangens bei 22 abgebrochen, um meinem Partner noch so ein bisschen meine Farblänge zu signalisieren. Das ist natürlich wahrscheinlich alles egal.
So, aber Spieler 1 spielt Grang, 36er Reizung, jetzt über die Dörfer, also mein Partner wohl zwei Buben dagegen, würde ich hoffen. Jetzt nicht stechen, hat er gut gemacht, nicht gleich den ersten stechen, denn wo ich schon die eine Lusche abtrage, werfe ich doch wahrscheinlich aus dem Zwilling ab und wird nicht aus 7, 9 Damen oder 7, 9 König auf dem ersten Buben abwerfen. Also einmal Geduld, statt 11 Augen zu stechen, lieber 20 stechen, das war schon mal eine sehr gute Idee. Und damit kennen wir natürlich 7 Karten des Alleinspielers, 5 mal Karo, 2 Buben. Ja, mal gucken, ob er nach der Karo-Flotte noch was im Angebot hat. Ich hoffe mal, an einem Auge wird es nicht scheitern. Will mir hier auch noch die Pik-Stichoption halten. So, und jetzt, oh, was habe ich denn da gemacht? Da habe ich mich vergriffen. Wo er das Kreuz Ass hat, gewinnt er das Spiel natürlich. Da muss ich jetzt natürlich Pik Dame König an sich halten, um sicher aus dem Schneider zu kommen. Ja, so ging es aber auch. Also ohne Konsequenz geblieben, das Ding. Verklickt, sagen sie doch immer online, ne? Jeden Misszug kannst du rechtfertigen mit, ich habe mich verklickt. Das war ja aber wirklich eben so einer. Wenn es dann mal wieder so schnell geht, dann ist das eine Nuance, wie der Mauszeiger anders steht, und schon ist es passiert. So, Pik Hand bei 24. Ich habe ja auch ein bisschen steil hier mitgereizt, die Kirsche. So, ich glaube, jetzt brauchen wir mal einen fetten Stich in Herz. Ich habe das Gefühl, in Karo könnte noch was gehen. Ja, so habe ich mir den vorgestellt. Jetzt denke ich mal doch einmal Buben abziehen. Ja, das sieht gut aus. Wir sind einen Stich vom Sieg entfernt, und da klappt der Spieler die Karten ab. Er hat kein Kreuz faul mehr, er hat den Herz König hoch und die Karo 10 hoch. Gut, wenn wir in Herz den Stich, also den Herz-König-Stich ihm noch abmelden, weil wir es andersrum spielen, hätten wir 4 Augen mehr, das hätte uns auch nichts genützt. Ja, was müssen wir feststellen? Obwohl wir gar nicht so schlecht stehen, hat uns Spieler 3 aber wieder locker ausgekontert, der ist an uns vorbei galoppiert mit diesen schönen Spielen. Ja, und jetzt müssen wir wieder ranrobben uns, und das, würde ich sagen, ist die Chance. 5 volle Kreuzbube, jetzt wird der Gashahn aufgedreht, also das Gaspedal wird nach vorne gedrückt, nichts anderes will ich damit sagen. Ich werde das Ding reizen, das ist gemeint, und zwar, naja, ich hätte es natürlich am liebsten für 22 bekommen. Ich habe auch registriert, dass Mittelhand auch noch 18 geboten hat, aber es nützt ja alles nichts. Null Ouvert gucke ich mir hier nicht mit an, also 48 werde ich reizen. Hoffe, dass ich das Spiel bekomme. Spieler 2, der zuckt schon so ein bisschen, aber ist das nur Bluff oder ist das wirklich? Und jetzt hält er 48. Ah, wir kommen nicht ran, wir wollen doch spielen. Verdammte Axt. Ja, dann bin ich mal gespannt. Null Ouvert Hand oder was? Oder was will er? Ja, Null Ouvert Hand will er. So, was hat er denn da? Und er hat Glück, er hat Glück. Richtig gut ist er auch nicht. Pik 8 wird er natürlich ausspielen, und dann liegt es halt an Kreuz. Und mein Partner hat nur ein Kreuz, aber wenn ich jetzt, also wenn ich mit meinem Partner die Plätze tausche, oder Kreuz Ass mit der Kreuz 9, also viel muss nicht anders sitzen, ne? Wenn ich mit meinem Partner die Plätze tausche und der die Kreuz 9 ausspielen kann, dann ist es passiert. Ja, und er schmeißt die Karten auch weg, heißt Kreuz 9 war offenbar auch nicht im Skat, dann hätte mein Partner wohl noch weiter versucht. Ja, das war es also nicht, bedauerlich. Ja, und dann haben wir hier wieder so ein Ding, mit dem du wirklich nichts machen kannst, nichts geht. Schade, schade, Schokolade. So wurden wir immer getröstet als kleine Kinder im Kindergarten. Ja, okay, ein paar Buben fehlen dem Alleinspieler, aber er kann sich auf eine ansonsten geschmeidige Verteilung verlassen. Pik Ass ist ja wohl auch im Keller, dann war es das jetzt ja wohl, ne? Wahrscheinlich Karo 10 auch noch, ja, 73, also auch dieses Spiel leicht gewonnen. So, und jetzt letztes Spiel, letzte Chance, also wenn ich jetzt Spieler 3 noch überholen will, wenn ich über 500 kommen will, dann brauche ich jetzt schon noch so ein 120er, beziehungsweise ein 96er für glatt 500, ist aber alles, man bestellt das nicht so einfach, ich rechne das nur mal einmal vor, ich sage das einmal an, was wäre wenn, und dann müssen wir gucken, was der, ja, der Skatgott
in seiner Weisheit und Güte hier mit mir vorhat. Also, er gibt mir ein Spiel, was ich ein bisschen reizen kann, ne? Ist nicht dolle, aber jetzt werden hier natürlich, wird auch keine Rücksicht genommen. Die anderen nehmen auch keine Rücksicht. Hier wird steil gereizt. Spieler 3 passt auf 27. Na gut, gucken wir mal. Risiko. Karo Ass Dame. Eigentlich sollte man sich nicht beschweren, wenn man Ass gefunden hat. Auch nicht mit dem Buben überreizt. Also soweit gar nicht so schlecht, aber trotzdem natürlich gegen eine 20er-Reizung und eine 27er-Reizung sieht das nicht gut aus, ne? Also wenn die ernst gemeint ist, dann hat vielleicht Spieler 2 gar kein Karo in der Hand, hat deswegen so ein bisschen Hebereizung gemacht und Spieler 3 hat 4 Stück Karo in der Flosse. Ja, dann sage ich mal, Gnade mir der Herr, aber nein, da kommt zumindest erstmal nicht Karo raus, sondern Kreuz. Okay, ich schnippel, war das jetzt eine gute Idee? Pik Ass nehmen wir natürlich erstmal mit. So, 22. Und jetzt muss es sich ein bisschen aufklären, wie denn hier die Trümpfe verteilt sind und warum das Spiel jetzt so anders läuft, als ich vermutet habe aufgrund der Reizung. Also kein Karo raus, kein Abstich, das ist ja erstmal schön. Kreuz aber hat Spieler 3, 4 Kreuzen. Warum reizt er dann 27? Also, und jetzt geht er mit dem Alten rauf. Also, vielleicht hat Spieler 3 auch einfach mal mit den drei Unterjungs ein bisschen mitgereizt, aber dann müsste er ja jetzt noch zwei Karos haben. Also, dann muss ich mich auf seine Karo 10 einschießen. Ha! Und da ist die Karo 10. Jetzt klärt sich das Blatt. Da ist die Karo 10. Und die war dann sicher nicht noch mit einer weiteren Lusche flankiert. Ich würde mal sagen, lass es mich mal kurz überdenken. Ich meine, ich habe gerade mal 45 liegen, ne? Ich würde mal sagen, Spieler 3, der kann jetzt kein Karo mehr haben, der wird wohl noch die mittleren Buben haben. Ja, und dann zwei Kreuz, ne? Der hat aus dem Kreuz-Drilling aufgeschlagen. Vier Trumpf dagegen. Kreuz-Drilling, blanker Pik und zwei Karos. Ist das plausibel? Ja, das kann sein. Und dann müsste ich, das wird knapp, ich müsste aber hinkommen, weil ich ja noch, er kann Karo Ass stechen, aber dann muss ich eigentlich noch Kreuz Ass bekommen, Karo Dame und Trumpf König oder, guck mal hier, da ist es auch so, oder eben den Kreuz König. Kreuz König fehlt noch und das ist mein Rettungsanker. Ja, Pik König 10 auch noch. Also es waren noch genug Karten unterwegs, da habe ich das Ding also korrekt jetzt gedeutet und zum Glück nicht mehr Trumpf gezogen, sonst verliere ich am Ende einen Stich, sonst kann er sich den Kreuz noch hochspielen. Ja, und da ist es wieder soweit. Wieder zu 0, wieder 400. Also im Prinzip bin ich da sehr regelmäßig unterwegs. Wir können hier einmal Spieler 3 gratulieren. Der hat sich natürlich sicher auch erhofft, hinten raus noch einen zu bekommen, hat er aber nicht gekriegt. Ja, dann gucken wir einmal noch gemeinsam kurz in die Tabelle. Dann zeige ich euch das nochmal eben. Bleibt kurz dran. So, da bin ich wieder. Gehen wir mal auf Ranglisten, Rocket-Rangliste. Und da könnt ihr es sehen. Also, es sind ja gerade erst in dieser Woche 6 Serien möglich gewesen. Ich habe genau 5 mitgespielt und wirklich ganz artig gute Ergebnisse. Immer über 400. Soll mir mal eine nachmachen. Aber wie gesagt, was mir noch fehlt, sind hier so diese 700er, 600er mit 2409. Werde ich da am Ende der Woche also noch nichts gewonnen haben. Also da muss ich noch ein paar Schippen auflegen. Mindestens 2 gute Ergebnisse noch. Hier die beiden letzten Ergebnisse noch verbessern Richtung 600 Punkte. Dann bin ich so bei 2,8 und das könnte natürlich wieder reichen, je nachdem, was die Konkurrenz macht. Und Konkurrenz, Stichwort Konkurrenz, da solltet ihr auch dazu gehören, ne? Ich möchte doch sehr gerne von euch herausgefordert werden und das kommt dann dem Jackpot entgegen und dem Rocket-Turnier. Das wird dann noch interessanter, denn hier könnt ihr sehen, Zwischenstand ist schon bei über 60.000 Euro. Der Jackpot, der wartet also hoffentlich nicht nur auf mich und die bisher schon Qualifizierten, sondern auch auf euch. So, das sei es für heute. Macht's gut, bis bald und wie immer, gut Blatt.